Zu Schaffa und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, das war wieder ein Themenvideo. Das heißt, kein krasser Schnitt, wer krassen Schnitt will, schaut sich die anderen Videos an. Und in diesem Themenvideo machen wir das anders. Das heißt, ich baller die Informationen ein bisschen runter, dass ihr die Informationen klein und kompakt verpackt habt, damit ihr dieses Video keine 5 Minuten anschauen müsst. Also, bye. Und zwar, Leute, sprechen wir heute über Admin Evil. Wer sich unter dem Namen Admin Evil nichts vorstellen kann, wusste ich auch nicht. Also ich hatte am Anfang auch keine Ahnung, was es war, bis ich mir ein paar Videos dazu angeschaut habe, ein paar Videos von den Meinungsbloggern und euch jetzt praktisch sagen kann, wer Admin Evil ist. Aber um diese ganze Sache auf den Kern zu bringen, müssen wir erst wieder ein bisschen zurückgehen. Und zwar hat sich in letzter Zeit etwas etabliert, und zwar ein Spielmodus, City Build. Und irgendwie, obwohl Minecraft jetzt nicht mehr so dieses krasse Spiel ist, was jeder spielt, spielen extrem viele dieses City Build. Und vor allem Griefer Games oder Durchrasten, solche Server sind extrem steil gegangen. Aber das ist mit der Zeit ein bisschen wieder zurückgekommen, also zurückgegangen besser gesagt. Viel, viel weniger Spieler und alles. Und dann haben sich die Admins von diesen jeweiligen Server etwas überlegt. Und zwar lassen wir einfach mal die ganze Zeit so bösen Kontrahenten des Admins auftauchen, der so ein bisschen Scheiße macht auf den Server. Also das Prinzip vom Admin Evil ist praktisch so, der Admin kommt so auf den Server und dann auf einmal ist irgendetwas passiert. Jemand hinterlässt eine Nachricht, die Spieler bekommen Command-Blöcke oder sonstiges, was eigentlich völliger Bullshit ist. Admin Evil basiert praktisch auf dem Prinzip, dass jemand nach Lücken im System sucht, diese dann umgeht praktisch und so irgendwelchen Stuff macht, wie den Leuten OP-Stuff oder sonstiges zu geben, was in der Theorie möglich ist, aber nicht auf so vielen Servern. Abgesehen von der Tatsache, dass die Admins nach jedem Video sagen, ja, wir haben das gefixt, der hat keine Chance mehr auf unseren Server zu kommen, kommt dieser Admin Evil komischerweise immer wieder drauf. Und es ist bestimmt von 5 verschiedenen YouTubern, wo ich gesehen habe, Admin Evil war auf meinem Server, Admin Evil hat das gemacht. Und dann, ne? Weil kommen natürlich die anderen YouTuber alle wieder dazu. Ja, ich habe das mit Admin Evil gemacht, da mit Admin Evil gezockt. Und Leute, ich glaube, ihr könnt euch schon vorstellen, auf was ich jetzt langsam kommen will. Und zwar sollte es ja jetzt mittlerweile klar sein, dass Admin Evil nur eine fiktive Person ist, die gar nicht wirklich existiert, sondern die nur so geschaffen wurde, um wieder ein bisschen Pep in diese ganze City Build Griefer Games Sache reinzubringen. Und die Person Admin Evil wurde im Prinzip von Upgegrieft geschafft. Also, ja, von abgegrieft, und dann haben es die anderen YouTuber mehr und mehr und mehr nachgemacht. Und ja, es gibt 3 Haupt-YouTuber, von denen man safe sagen kann, dass sie es machen, diesen ganzen Griefer-Game-Stuff mit Admin Evil. Aber die Serie um Admin Evil wurde jetzt mittlerweile beendet praktisch. Das heißt, Admin Evil gibt es ja jetzt im Prinzip nicht mehr, zumindest bei Upgegrieft. Ich weiß nicht, wie das die anderen machen, aber ja, so war es. Aber was man dann jeweils sagen muss, ist, dass sich die Leute schon Mühe gegeben haben, das gut zu faken. Fake ist natürlich fake. Das sollte man natürlich dann, keine Ahnung, in die Beschreibung oder so schreiben, dass dieses Video nur zur Unterhaltung dient und nicht ernst genommen werden sollte. Aber wird natürlich nicht gemacht, um wieder ein bisschen Spannungsfaktor reinzukriegen. Also jetzt nochmal ein kurzes Fazit zu diesem Thema Admin Evil. Es ist klar, dass es in Minecraft jetzt nicht mehr so viel Stuff gibt, vor allem wenn du dieser City Build Zeug, was man bringen kann, aber natürlich nach einer Zeit ausgelutscht ist, dass man dann irgendwas braucht, was dann wieder zurückkommt. Und da hat Admin Evil natürlich eine gute Rolle gespielt, sagen wir. Natürlich, wenn es Leute wie zum Beispiel ein Sky Guy oder Forks mit Admin Evil natürlich wieder schlechter gemacht haben, gibt es auch Leute, die das ganz gut präsentiert haben, wie Flotastisch zum Beispiel. Der hat das auch ganz gut gemacht, oder natürlich Abge, was halt nicht so krass bei ihm gemacht hat, aber auch ganz gut. Deswegen finde ich diese Admin Evil Sache gar nicht so schlimm, aber was ich halt ein bisschen blöd finde, ist, dass die Sache so komplett gemelkt wird wie eine Kuh praktisch, dass sich jeder YouTuber hier und da daran hochzieht, finde ich halt ein bisschen blöd. Deswegen finde ich es gut, dass jetzt so ein Schlussstrich gezogen wurde und es vorbei ist und dieses Admin Evil Thema, was nicht so viel Sinn ergeben hat, abgehakt ist. So, das soll es dann auch von dem Video gewesen sein. Vielleicht ist das Video jetzt ein bisschen kürzer. Wir haben irgendwie die 8 Minuten schon in der Rohdatei erreicht. Hier findet ihr die anderen Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es freut mich, wenn ihr immer so meine Meinung hört und ich die Meinung sagen kann. Selbst wenn die Videos hier nicht so krass geschnitten werden. Ist aber egal. Und dann würde ich immer mal sagen, haut rein, mach's gut und ciao.